Wenn eine Partie den Begriff Freundschaftsspiel verdient hat, dann diese: Afghanistan gegen Pakistan. Die letzte Begegnung beider Nationalmannschaften fand 1977 statt. Danach beherrschte Terror und Krieg die krisengeschüttelte Region. Jetzt das Signal für eine Wende. Hoffentlich verstehen die Pakistaner das Spiel als Zeichen der Freundschaft. Deshalb haben wir sie eingeladen. Wir fordern Pakistan auf, die Feindschaft mit Afghanistan zu begraben und eine Freundschaft mit uns zu beginnen. 90 Minuten als Symbol der Völkerverständigung. Unter dem Jubel der 6000 Fans im neuen AFF-Stadion. Unter den Taliban waren die Stadien noch Orte öffentlicher Hinrichtung gewesen. Nun sollen sie zur Normalität in der Region beitragen, durch die vereinende Kraft des Fußballs. Ich bin so erfreut. Ich wünsche mir, dass Afghanistan in Zukunft auch gegen afrikanische und europäische Länder antritt, damit es öfter internationale Spiele in unserem Land gibt. Vor dem mit Spannung erwarteten Spiel hatten beide Seiten die Bedeutung des Schritts unterstrichen. In einer Region, die nach jahrzehntelangen gewaltsamen Konflikten noch immer nicht zur Ruhe gekommen ist. Es ist ein Freundschaftsspiel zwischen zwei Ländern. Das Ziel dieses Spiels ist, den Graben zwischen Afghanistan und Pakistan zuzuschütten. Wir freuen uns, dass wir nach 36 Jahren wieder unsere Nachbarn empfangen. Ich bin so glücklich. Ich bin zum ersten Mal in Afghanistan und freue mich sehr über die Gastfreundschaft. Ich bin sehr glücklich. Glücklich sind auch die Organisatoren der noch jungen afghanischen Profiliga. Am Donnerstag beginnt die zweite Saison.